Hallo und herzlich willkommen in den Wilgratner Bergen. Herzlich willkommen beim Mountain Tour Guide und herzlich willkommen auf einer kurzen, leicht, etwas leicht knackigen Tour zur Böses Weibele vorbei am Hochstein starten von Parkplatz der Hochsteinhütte. Vielleicht fällt euch auf an dem Rundflug, es geht eigentlich nur geradeaus. Man sieht es auch nochmal an der Karte, wir starten an dem Parkplatz der Hochsteinhütte. Vorbei an der Hochsteinhütte, die ist übrigens sehr zu empfehlen, wir sind auch eingekehrt. Kurz danach trifft man dann auch schon auf den Hochstein selber, der ist auch Tatsache, ist dort auch ein Kreuz. Ist aber also keine eigene Tour wert, weil man gefühlt mit dem Auto hinfahren kann. Jetzt ist diese Tour grundsätzlich von mir und auch dem Internet öfters mal als Mittel bewertet. Liegt einfach daran, weil es grundsätzlich als hochalpiner Weg zählt. Daher durchaus an gewissen Stellen etwas Können, Vorsicht geboten ist. Es bleibt aber in einer moderaten Schwierigkeit. Hier ist der Hochstein. Neben uns immer die Schoberer Gruppe. Später auch noch der wunderbare Blick auf den Großglockner. Also im Herzen der österreichischen Superberge. Eine so einfache Tour, die haben wir relativ spontan gefunden. Der Kamerazoom beweist, man sieht den Weg bis zum Gipfelkreuz quasi von Anfang an. Verlaufen dementsprechend unmöglich. Immer geradeaus, kein Schatten. Daher, wenn es tatsächlich sehr heiß wird, bitte darauf achten, es gibt hier einfach null Schatten. Übrigens, wer möchte, darf in den Kommentaren auch gerne ein bisschen beschreiben, was man da im Umfeld alles noch erblicken kann und sieht, eventuell einzelne Gipfel vielleicht sogar oder Gebirgsgruppen. Mir selber fehlt immer ein bisschen die Zeit in den Videos, da ordentliche Auskunft zu geben. Ist auch nicht wirklich der Sinn dieser Videos, die sollen ja euch nur zeigen, wie der Weg an sich ist und was für Anforderungen man braucht. Aber hier, ihr seht es. Also da gehen auch normale Menschen hoch, da muss man jetzt kein erfahrener Bergsteiger, Bergwanderer sein. Hier ist eine Stelle, da steht jetzt Blöseneck. Später kommt noch eine Stelle, da steht Rastel. Das sind tatsächlich in Sammelt Lynx mein Partner. Ich kann nicht nur empfehlen, diese App, ladet sie euch runter, benutzt sie, finde ich super, kann man Gipfel sammeln, man kann seine Freunde dazu einladen, vergleichen, etc. etc. Kriegt man übrigens auch Wandernadeln und kann da drin die Punkte dafür sammeln, also sehr zu empfehlen. Wir benutzen sie auch. Und was ich dazu sagen wollte, war, es gibt hier zwei Sammelt Lynx Gipfelpunkte, an denen man durch ein paar Meter vom Weg abseits gelegen, wenn man da steht, kann man die sich ergattern, wie hier jetzt das Rastel. Dieser Hogel da oben, das ist das Rastel, da hat kein Kreuz, deswegen sind wir da jetzt nicht explizit auch hochgegangen, aber man kann die Punkte mitnehmen. Gibt jetzt meines Wissens nach keine Wandernadelpunkte, aber was man hat, das hat man. Und hier ist auch schon das Ende Richtung Kreuz. Man hat es ja von Anfang an gesehen. Diese Tour sind wir, jetzt muss ich es dazu sagen, weil jetzt neigen wir uns dem Ende zu. Diese Tour sind wir nicht einzeln gegangen, sondern wir haben das Böse Weibele oder Böses Weibele, nicht zu verwechseln mit dem Böse Weible, gibt es glaube ich auch über 3000 Meter, haben wir überschritten und sind dann weiter über die Lavantspitzen in einem riesigen Rundweg zurück zur Hochsteinhütte. Wird es als eigenes Video geben, kann ich euch nur empfehlen. Ist ein bisschen tricky, weil es keinen eigenen Pfad mehr auf dem Rückweg gibt, den muss man sich teilweise selbst erarbeiten, ist aber nicht schwierig, sondern einfach nur ungewohnt. Man sieht es hier auch schon in etwa, was wir da noch gelaufen sind. Das da hinten ist dann die Lavantspitze gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Flugzeug da versaut das Bild ein bisschen, wenn ich jetzt gerade das so sehe. Aber macht nichts. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Macht es, tut es. Für uns war das damals ein ganz neues Gebiet. Wunderschön. Hochsteinhütte nicht vergessen. Nur mit Mountain Guide erreichst du den Gipfelkreuz. Auf Wiederhören.